Eine andere, das war die, die Ende der 90er Jahre dann herauskam. Bei unserem schwersten Kanzler aller Zeiten. Ich habe mit Erstaunen damals mitgekriegt, wie ein früherer Schatzmeister der CDU im Zusammenhang mit der CDU-Spendenaffäre vor Gericht dann gesagt hat, ja, auf einmal habe ich da auf meinem Konto eine Million gefunden. Das ist unglaublich. So, bei der Durchsicht seiner Konten ist das passiert. Irgendwo muss die ja herkommen. Walter Leisler-Kiep. Kennt noch einer den Namen? Er galt immer so ein bisschen als der Noble in der CDU. Fast schon adelig, ne? Geldadelig oder so. Ja. Mir gehören keine Wälder, kein Geschäft und kein Betrieb. Keine Firma mit einem Briefkasten, kein Erbstück, das mir blieb. Jeden Tag kommt eine Rechnung durch den Briefschlitz in der Tür. Sogar wenn ich gar nicht da bin und ich weiß gar nicht wofür. Bei der Durchsicht meiner Konten fehlt mir immer eine Million. Bin nur ein vom Pech verfolgter, meistens hat die einer schon. Bin zu doof für jede Quizshow, weil ich zu viel Hilfe brauche. Ich krieg nirgends eine Chance, kein Big Brother und kein Jauch. Ob bei Lotto oder Toto bringt mir netto alles nix. Reiß mir Scheine aus der Wand, die sind verschwunden viel zu fix. Bei der Durchsicht meiner Konten fehlt mir immer eine Million. Bin nur ein vom Pech verfolgter, meistens hat die schon. Dabei hätte ich auch gerne Million. Dabei hätte ich auch gerne Million. Habe Wünsche, habe Träume, hab auch Kosten und Konsum. Und natürlich hab ich Schulden, ohne die kein Eigentum. Hab Kredit und kenn mein Dispo, auch wenn ich es überzieh. Werd meine Raten nicht verraten, Wetten, die errätst du nie. Bei der Durchsicht meiner Konten fehlt mir immer ne Million. Bin nur ein vom Pech verfolgter, meistens hat die einer schon. Dabei hätte ich auch gern ne Million. Ich mir was gönn, hab zum Sparen kein Talent, es gibt halt Leute, die's nicht können. Ich bin ohne reiche Tante und mein Opa ist längst tot. Und kein Mensch will mir was spenden, so als gäb's da ein Verbot. Bei der Durchsicht meiner Konten fehlt mir